Ja, mein Name ist Georg Theiß, ich bin Energiekettenentwickler bei der Firma IGUS, bin seit 7 Jahren im Unternehmen und heute stelle ich die neue Bügelkette für die E41 Lite vor. Ein Kunde ist an uns herangetreten und brauchte eine Bügelkette, die besonders schmal ist, um einen großen, dicken Absaugschlauch darin zu führen. Und bisher hatten wir das Problem, dass unsere bestehenden Ketten sehr breit sind und auch noch ein Horn haben, was den Innenbauraum dann ein bisschen einschränkt und die Kette dann sehr breit wird. Und da wir ja die neue E41 Lite haben hier, die hat keine sehr großen Horn mehr, sondern nur so einen kleinen Absatz nur noch, haben wir die Kette genommen, sieht man ja auch schon, weil dann einfach die Kette nicht so breit wird und wir die Kundenvorgaben auch einhalten können. Ja, hier haben wir jetzt mal so eine Kette da. Ja. Die Besonderheit ist, wie gesagt, es ist sehr schmal und wir können damit in sehr großen Schlauch innen drin führen. Das Ganze basiert auf dem bestehenden Breitensystem. Also wenn ich jetzt hier mal einen bestehenden breiten Öffnungssteg hier hole, sieht man, den kann man hier auch einsetzen. Ja. Also das ist jetzt keine spezielle Breite, die wir jetzt extra dafür konstruiert haben. Und da haben wir hier diesen Bügel. Und das Interessante an dem Bügel ist, der sehr breitenvariabel ist durch unser Baukastenprinzip. Hier haben wir einen anderen Öffnungssteg von einer anderen Kette drin verbaut, den 385er. Und haben hier so kleine Bügel, die in die Kette eingeklipst werden können. Die kann man hier von oben reinklipsen. Und haben auch eine kleine Raststufe, damit der Kunde auch weiß, wann die Kette richtig offen und geschlossen ist. Es gibt ein Spezialfeature. Spezialfeature ist, dass durch diesen Öffnungssteg, den wir hier drin verbauen, die Kette breitenvariabel ist. Ja, also hier haben wir eine 10er Breite nur von diesem speziellen Teil, hier mal noch eine andere. Kann man ganz klar sehen, es sind breitenvariabel, dementsprechend, was der Kunde braucht für eine Kette, was er für verschiedene Rohre führen möchte, können wir sagen, okay, die Breite und dann ist der Kunde damit glücklich. Die Möglichkeiten hier mit der Kette bestehen jetzt auch noch, dass man nicht nur eine komplette Bügelkette baut, sondern zum Beispiel auch noch Unterteilungen einbaut. Wie hier habe ich jetzt ja auch schon mal einen Öffnungssteg eingebaut. Dann könnte man ja hier unten komplett nur Öffnungsstege einbauen und nur auf einseitig die Bügel, um den Bauraum ein bisschen zu verkleinern, wenn man nicht so in großen Bauraum braucht. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Hier machen wir jetzt hier auch noch einen Öffnungssteg drauf. Jetzt sieht man, jetzt haben wir theoretisch 3 verschiedene Fächer hier in der Kette drin. Und da ergeben sich dann einige Möglichkeiten zum Bauen, um hier einen ganz kleinen Absaugschlauch zu führen und hier die normalen Leitungen, die man sonst so hat, für Antriebe und Sensoren. Und hier unten vielleicht auch nochmal für zusätzliche oder so. Oder lässt es halt einfach weg. Schön ist auch, dass das Programm nicht nur bei der großen E448L, sondern auch bei der E432L funktioniert. Ja. Das heißt, man kann damit auch nochmal die gesamte Innenhöhe auch nochmal mit dieser Kettenserie reduzieren. Also an Anwendungsbereichen haben wir alle Kunden, die ja in größeren Schlauch führen möchten. Ja. Typisch ist natürlich ein Absaugschlauch, ja, für Staub oder Dunst oder irgendwas, ja. Aber auch Kunden, die einfach sagen, ich habe schon eine bestehende Kette oder ich brauche eine ganz normale Energiekette und ich habe jetzt nochmal eine dickere Leitung oder einen kleinen Schlauch, einen Luftschlauch, der nicht mehr in die Kette reinpasst und wo man sagt, okay, man baut diesen Bügel mit drauf und nutzt den oberen Platz, um noch mehr Leitungen zu führen zum Beispiel. Ein ganz besonderes Feature unserer E41 Bügelkette ist, dass man Ablegenoppen in die Bügel reinstecken kann. Da haben wir hier so Noppen, ich stecke mal hier rein, extra Bohrungen für vorgesehen. Und die bewirken einfach, dass die Kette beim Ablegen leiser ist. Also wenn ich jetzt hier einfach mal die Kette auf den Öffnungsstegen kipple oder jetzt hier mit den, hört man ja auch schon so deutlichen Verbesserungen im Geräusch.